Hi und herzlich willkommen zurück zu Fiesta Online. Heute wieder nur zu dritt. Erik hat es leider nicht geschafft nachzukommen, aber ihr kennt das ja, wir holen das ja immer wieder dann auf, falls mal einer nicht mitmachen kann. Wir werden jetzt erstmal die Mara Elite machen. Für die Beförderungsquest ist das immer noch, für die neue Fähigkeiten. Ach, die Function auch. Lass mich doch wenigstens die Einleitung fertig machen. Ich habe gar nichts gemacht. Egal. Dann greifen wir jetzt einfach alle. Ich bin unschuldig. Greifen wir jetzt alle. Oh. Also, das ist, bei der Fähigkeitsquest ist das immer so ein Unterschied. Wir haben jetzt Glück. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle die gleiche. Kann das sein? Mehr oder weniger, ja. Also, wir müssen alle drei auf jeden Fall die Mara Elite machen. Nee, ich muss keine Mara. Nein, ah, okay. Was musst du machen? Die Schildi. Ja, die müssen wir auch noch machen. Ja, die Schildi müssen wir auch machen. Oh, die gehen ja schnell. Für die Fähigkeitsquest brauchst du die Schildis? Ja. Okay. Warst du schon gar nicht mehr? Ich habe schon so lange kein Clary mehr gespielt. Kann das jetzt gar nicht. So, fertig. So, können wir gleich die Schildis machen? Also ich gehe immer gern, anstatt Buch der Gier, gehe ich immer gern in die Sandburg. Weil man sieht ja, hier stehen jede Menge Mara Elite rum. Hier hinten Mara Matrosen, dann kommen jede Menge schnelle Schildis. Und ja, es geht zumindest mal schneller als im Nebelwald oder in der Bucht der Gier. Ne? Ja. Im Übrigen. Ah, da lass! Das musste sein. Ja, das musste jetzt einfach sein, in Erinnerung an die letzte Folge. Die Gedenkfolge. Die Gedenkfolge, ja. Oh, so langsam geht mein Magier aber ganz schön ab, ne? Das bin ich, wo der Schaden macht. Ach, verzähl doch kein Käse. Deswegen kannst du später zu small ein Video von mir angucken und dann siehst du, wer hier den Schaden macht. Ich brauch zwar ein bisschen länger, aber so langsam wird's grob. Da hängt's mal ganz kurz bei mir. Ein kleiner Rudel. Und noch einer. Diesmal war es keiner, das war einfach bloß. Ach, das sind Kerukler, stimmt ja. Ach, ich vergesse das jedes Mal. Das ist deine Attacke. Ja, ja, Spieleinstellungen, wo hämmern das, dass das unfair zu werden ist. Also, Schildis sind fertig. Ja. Strahleffekte, vibrierende Effekte. Also, wenn man eine Attacke macht und der Bildschirm vibriert, ne, kann man das hier ausschalten, wenn man das nicht möchte. Screen Vibration Effekt, ne? Ausschalte, dann vibriert der Scheiß nimmer. Na, Sena? Keine Vibration mehr. Ja, das wäre mal geil, eine Maus, die vibriert. So wie beim PlayStation Controller. Wir brauchen 5 Seesterne. Echt? Ja, ach, hast Seesterne? Du das nee, also ich habe die köstliche Gewürze Seesterne nicht angenommen. Oh. Weil ich finde also die auch lächerlich, weil du kriegst ja nichts für die Quest. 620 Erfahrungspunkte. Bei 11.000 ist das nicht so arg viel. Ne? Ah, ich hab halt einfach alles angenommen. So, fertig. Ich hatte gar keinen Platz zum Annehmen, glaube ich. Okay, ja, gut. Weil wir wollten ja noch die Türme dann machen. Dann später. Ja, das machen wir aber dann wirklich später, wenn wir dann wirklich mal etwa alle zusammen sind. Oder wenn wir zumindest zu 15. Dann lohnt sich das auch mehr. Nicht, dass wir dann später die Quests nicht mehr annehmen können mit dem Turm. Das ist kein Problem, die Questturme, die 70? Verfallen nicht. Bis 70, oder? Ja, weil die Questturme sind epische Quests, soweit ich weiß. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ne, es sind keine epische Quests, aber normalerweise spiele ich bis Level 30 ungefähr und dann nehme ich die ersten Turmquests an, also von wirklich von Etage 1 bis hoch. Also die verfallen nicht so schnell. Es sei denn, in der Zwischenzeit was geändert, dann flippe ich aus und laufe gegen die Wand. Ah ja, das zu im Spiel. Nein! Ja, laufe ich gegen die Palmen. Der Pilz ist mal beim Weg. Geh fort. Na dann, bang! Kokosnuss kommt aber keine runter, ne? Nee. Hä? Natürlich geht das. Ja, eben sogar. Natürlich geht das. Abgeben, ne? Oder was nun? Ja. Obwohl, also ich hätte noch Babyfledermäuse. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch. Ach so, noch ein stimmt, bisschen, die Fledermäuse haben wir ja auch noch. Verlieskäping und Verliesgrabräuber.
Eine Sekunde. Guck auch gerade. Da habe ich mich doch direkt an meiner eigenen Spucke verschluckt. Das hat mich eben so geschockt, dass ich mich verschlucken muss. Aber ich glaube, da gehen, werden wir erst abgeben gehen, weil wir hätten ja, ja jetzt stimmt. Erst also, zwei Quests. Also Babyfledermäuse, Verlieskeeping, Verliesgrabräuber. Ja, ich würde sagen, wir gehen erst abgeben, weil die Verlies... Ursprung alten Stau. Ach, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Timer vergessen. Was habt ihr vergessen? Der Timer. Nein. Dann? Ja, okay. Ich hab den Timer wieder vergessen. Ist egal, die Leute freuen sich drauf, wenn es nur 5 Minuten länger geht. Nur kürzer mögen sie nicht, ne? Ja gut, dann gehen wir jetzt abgeben. Und okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die ja, auf sandige Hügel, ne? Ja. Okay, dann treffen wir uns später. Und tschüss. Und Schatzi läuft mal wieder, ne? Nee, ich schau gerade, was ich so an Quests da noch, Was du noch an Quests hast? Oh. Ja, weil ich brauch Blumen und ich brauch, alter Geisterstau. Ich mag diese Sammelquests, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Wenn meine Stimme momentan ein bisschen, rau rüberkommt oder sowas, wundert euch nicht. Ich bin irgendwie, bin ich verkältet. Mein Hals ist, seit ich gesagt habe, ich will aufnehmen, ist mein Hals zu. Ach, komm, wir nehmen die auch mit. Was soll der Geiz? Na, oh, ich hasse diese Blumenquest. Wieso hängt das heute so arg? Bei mir nicht. Macht ihr bei der Tagesquest erhöhte Erfahrung oder erhöhte Droprate? Ich werde wahrscheinlich diesmal Drop machen. Das müssen wir immer so ein bisschen absprechen, dass wir von der Erfahrungspunkte ziemlich gleich bleiben. Ja. Konnt ihr jetzt einen abgeben? Das. Ach, das sind ja nur die. Guck mal, da sitzen sie, die Drachereiter da. Ja, wer der bestimmt schon gemerkt hat in der letzten Folge, wir sind nicht mehr in der Akademie der von den Drachenreitern. Da wir mit unseren anderen Hauptchars in der Akademie reingegangen sind und man dort kein Doppelchar drin haben darf oder sollte, weil sie halt Platz machen möchten, dass auch andere mit in die AK gehen können. Ja, darum sind wir jetzt halt rausgeflogen oder haben uns rausschmeißen lassen in dem eigentlichen. Wenn gesagt, wenn sie den Platz brauchen, können sie uns rausschmeißen. Die Monique ist nur noch drin, weil sie eigentlich keinen doppelten Char hat, ne? Nee, jetzt nehme ich doch die köstlichen Gewürze an. Hör auf. Ihr seid heute so still, ich muss komplett alleine reden. Ich finde das nicht in Ordnung von euch. Ja, ich bin gerade schon konzentriert beim Einkaufen. Ja, ich bin konzentriert am Einkaufen. Okay. Also Ich brauche ja bloß 3 Stäube und will nicht wieder 50 kaufen. Wie immer. Ach, Robins Brille, stimmt. Ich glaube, da habe ich auch noch ein paar im Inventar drin. Im Lager. Machen wir mal Auto laufen, weil wir sind ja faul. Oh, ich bin Level up. Echt? Ja. Cool, Glückwunsch. Ah ja, ich auch gleich. Ja, ich dürfte auch gleich. Ich habe noch 91% und das werde ich jetzt gleich schaffen. Ne, ich hab grad 87. Hä? Warte mal, wo laufst du hin? Ach doch, zum Zaubermeister. Rin. Rin? Rin. 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 Rin, 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 rin. Keine neuen Fähigkeiten. So, jetzt noch ein Elde überall abgeben. Brauche ich Ruhmpunkte? Ich will keine Ruhmpunkte. Ich habe keine Ruhmpunkte. Wir gehen so selten in Kingdom Quests oder in den Turm, dass ich keine Ruhmpunkte habe. Das ist schlecht. Aber das kriegst du auch mit dem nächsten Level oder so dann. Ja, ich weiß.
Das Magiers neue Fähigkeiten 2 habe ich jetzt. Er ist verfügbar beim unbekannten Dunkelelf. Oh, und ein Buff habe ich bekommen. Ich will auch einen Buff. Am Lager, ein Elder. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja später auch gleich eins. Mal gucken. Ist ja nett, auch nicht chillen. Irgendwann, wenn ich groß bin, kann ich selber buffen. Wenn ich groß bin. Jo Gott, ich meine, so lange dauert das auch wieder nicht, ne? Nee. Ach, guck mal, da bufft sich einer. Ich will auch einen Buff. Gib mir einen Buff. Oh, guck mal. Ach, wir könnten ja jetzt das Holzpferdchen nehmen. Das Steckenpferd ab Level 20, das geht ja jetzt. Ach, die buffen sich gegenseitig. Und wer bufft mich? Irgendeiner. Hey, ich bin wieder ein Stück schneller. Ja. Das ist ja ein Steckenpferd. Ach so. Ab Level den Hamster 20. Doch. Nimm doch den Hamster. Wie lange geht denn eigentlich mein Mammut, ne? Ach, noch 9 Stunden, das reicht für die Aufnahme. Bin ja da immer so geizig. Ja, ich weiß, ich ja eigentlich nicht. Ich bin voll verschwenderisch. Jetzt habe ich mir egal, ob... Juhu. Glückwunsch. Ich mache mir auch einen 100% Glückwunsch. Einen 100% Booster für den ganzen Tag rein, auch wenn ich nur eine Stunde spiele. Mhm. Ich bin voll furchtbar in so Sache. Na, wenn man Skill hat, ne? Ja, ja. 3 Millionen im Keller liege. Ach, kannst du mir ja was ab, gell? Nee. Ich bin ein armer kleiner Kleri, ich brauch das Geld. Schatz, stehst du neben mir? Weiß ich nicht, ich stehe auf dem Nilpferd. Ich stehe neben einem unsichtbaren Pferdchen. Also ich stehe neben einem fliegenden Stück Holzpferd, ne? Aber da sitzt keiner drauf. Ja, gleichfalls steht bloß dein Mammut neben mir. Ach, das ist schön. Bei mir ist es gerade umgekehrt. Mammut. Ich bestimmt wieder was kaputt gemacht. Nee, ich habe schon wieder zu viele Quests, gibt's doch nicht. Reitet's Mammut alle durch die Gegend. Ja gut, ich habe aber auch 14, 15, ne? Also 14 und 15 verfügbare, ne? Ja, ich bin ein bisschen langsam, ich habe keine Ahnung. Das ja, alles abgeben und wieder annehmen. Aha. Dass mir stoßt der Kohlrabi so dermaßen auf. Das ist mir Steak. Gab eben gutes, saftiges Rumsteak. Und es war auch diesmal nicht zu lang gebacken. Es war Cashew-Sohl, ne? Es war richtig gut. Allerdings muss ich sagen, Discounter-Rumsteak ist nicht so das Wahre. Beim nächsten Mal gehen wir da auch mehr zum Metzger. Aber es war lecker. Mit Kartoffeln und schön Kohlrabi-Gemüse. War gut. Alles gut. Ah, wenn es schmeckt. So richtig schön, weißt du? Fleisch. Ne? Fleisch. Ist wichtig. Ist gesund. Die geheime Gesellschaft, Schatzi. Das ist doch deine Lieblingsquest, oder? Oh ja. Also, war das noch, was waren das nochmal für eine? Die kennst du nicht. Die ist für dich wahrscheinlich neu dazu gekommen. Die stehen aber die gibt's im Mondscheingrab. Nee, sandige Dingsbums auch. Sandige Dingsbums? Ja. Ah, ja. Sandige Dingsbums also. Nee, sandige Hügel, ne? Mensch, bestimmt. Wie weit seid ihr mit Abgeben und Abholen? Ich bin gleich fertig. Das ist wunderbar. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Echt? Ja, ich muss noch auf Rumen gehen. Oh. Ja, weil ich hab halt noch die Blumen und die Stäube aus dem Lager geholt. Hab das halt noch alles abgegeben und gekauft und. Ach stimmt, das könnte ich eigentlich auch machen.
hast ja gesagt, diese Robin, diese Brille, ne? Ja. Die alte Stäube habe ich doch nicht im Lager. Ich hatte dir auch damals Blumen ins Lager. Habt ihr mit Blumen gesammelt? Ach stimmt. Ich habe ja auch noch ein paar Blumen im Lager. Jetzt brauche ich Staub. Alte Star brauche ich. Was? Nimm dir von den Blumen aber jeweils plus 3 mit. Ach stimmt, die verschwinden ja seit neuestem. Ja. Die verschwinden. Egal, ob, wenn du da 10 oder 12 Stück gesammelt hast und du musst plus 3 abgeben, verschwinden. Die waren alle weg. Verschwinden alle. Boah, sie hat sich die Mühe gemacht und hat dort herzlich von jedem gesammelt oder so. So auf die Art, ja. Hat dann abgebe und dann war auf einmal alles fort. Alle weg. Ist blöd. Ja. Das ist der Basse von allem 50, ne? Das geht schon, das läuft. So, also wo treffen wir brennende Hügel? Sandige Hügel. Ah, das meint er. Wie Hügel? Hügel, wie Hügel. Sandige Hügel. So, ich renne jetzt noch schnell auf Roomen. Ich sag, ja, ich muss jetzt auch nochmal schnell auf Roomen. Ich gebe jetzt halt, ach verdammt. Ach, wir können das ja mal gleich testen. Es ist ja egal, wenn sie weg sind, sind sie weg. Ich habe ja jetzt eh nicht mehr so viele Blumen. Aber da gibt's, na stopp. Aber mein Inventar ist sowieso voll. Ja, aber es gibt nochmal bald eine Quest, da musst du sehen. Ja, die mache ich dann nicht. Da sehen wir die Blume, da testen wir das jetzt halt mal. Ob das jetzt beim letzten Mal? Nö. Sind noch da. Hä? Vielleicht haben die das ja wieder gemacht. Vielleicht hast du sie einfach ein paar Mal hintereinander abgegeben. Das kann auch sein. Ne? Dass du beim so schnell durchgeklickt hast, dass es möglich, dass ich es gar nicht mitgekriegt habe. Dass es nicht mitgekriegt hast, genau. Guck mal, ich bin schon fast wieder Level 23. Ich habe schon wieder 78%, ne? 81. Ich habe 51, kann aber in Roomen noch bei jedem was abgeben. Mhm. Also es kann gut sein, dass ich noch Level up werde. Psst, sag sowas nicht. So, was ist jetzt? Robins Brille 2. Kupfererz brauche ich. Ey, du kannst doch Kupfererz abwerten, ne? Ja. Ja. Ich gebe dir hochwertiges Kupfererz. Ich bräuchte bitte minderwertiges. Kannst minderwertiges? Ja, Moment, also dann gehe ich minderwertiges. Warte, Moment, dann gehe ich gerade schnell ins Lager. Wobei ich kann ja auch eben sandige Hügel ins Lager, da kann ich es ja auch holen. Ja, ich muss es aber in Roomen abgeben. Oder habe ich noch? Moment, ich habe noch 3. Moment, dann gehe ich schnell zu meinem Lagerlein, weil da habe ich ja genug Erze. Ja, hab nämlich einen Vorrat gesammelt. Okay. Ja. Also minderwertiges Kupfererz. Ja. Och, das ist ja auch praktisch. Die Reste, wo beim Verwerten die verbraucht wurden, schiebe ich als ins Lager ab. Das ist gut, also ich brauche 10 Stück für Robins Brille 2 für die Quest. Habt ihr die schon? Also ich glaube, ich hatte die irgendwie noch nicht. Also ich habe alles angenommen, was ich bekam, aber entweder bekomme ich die nicht oder ich habe die schon gemacht im Suff und ich weiß es nicht. Also ich habe auch den Zweierteil. Ja, Beifuß habe ich, Schatz. Also Beifuß kann ich da geben, ne? Ah, okay. Also was brauchst du nur Kupfererz? Ich brauche bloß Kupfererz minderwertig. 7 Stück, weil 3 habe ich jetzt. Habe ich die ja mitgenommen? Ne, habe ich nicht. Ich brauche 10. Ah, 10. Okay, Moment. Guck mal, bleib mal stehen. Da, Schatz, halt. Hast du Platz im Inventar? Moment, ja. Ja. Gibt dir mal, ich brauch mal 3 Stück, glaube ich. Ah, ich brauch's auch, sehe ich gerade. Ach, siehst du, der läuft doch. Dann brauche ich aber doch noch mehr, weil sonst reicht's beim. Ich kann draufwerten, ich durfte nur. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich kann dir normales Kupfererz geben, kannst es abwerten zu. Ach, mal brauch bloß 2 Beifuß, okay? Kannst es dann abwerten zu minderwertigem. Willst du das eine wieder haben? Nee, kannst behalten. Ich habe hier 21 Stück im Inventar noch. Ach so. Bin froh, wenn ich sie los bin. Ich nehme mal. Aber da nehme ich da nicht so viel mit. Dann nehme ich bloß 10. Oder hast du genug Kupfererz zum Abwerten? Moment, ich habe genug, ja. Ich kann ja 11 Stück machen. Mache ich jetzt auch gerade. Ja, Jenny braucht auch noch. Brauchst du auch noch 10, ne? Kupfererz, minderwertig. Robins Brille 2. Nee, ich glaube, ich müsste im Lager noch haben. Moment. Also ich brauche jetzt dann noch 7.
Ah, Mann, sind doof. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Folge ist jetzt noch nichts Produktives passiert. Nee, hab ich doch nicht. Bräuchte ich auch. Ach, ihr macht mich fertig. Ja. Hätten sie auch offscreen machen können. Ach Gott, der Fockel. Ich krieg eben vom Erik, krieg ich ja SMS geschickt. Ja klar. Also, dass er Zeit hat. Um 14.32 Uhr schickt er mir SMS. Obwohl ich zum gestern geschrieben habe, er soll um 14 Uhr da sein. Alles klar. Wunderbärchen. Was hattet ihr jetzt beim Deal gemacht? Erfahrung oder Droprate? Droprate habe ich. Obwohl es sich nicht lohnt, weil es schon fast wieder abgelaufen ist. Noch dreiviertel Stunde habe ich noch. Tja, vom Prinzip her wäre jetzt die Folge vorbei. Es tut mir ja eigentlich leid, ne, dass da jetzt nichts Produktives passiert ist. Ja, unser Einkaufspummel hat einfach zu lange gedauert. Ja. Es ist halt in 20 Minuten, kann ich halt nicht viel reinpacken bei Fiesta, ne? Da müsste es theoretisch eine Stunde aufnehmen für Erfolg, dass es sich wirklich, dass man halt von allem ein bisschen was sieht. Aber vielleicht wird es in der nächsten Folge besser, wenn wir dann in die sandige Hügel gehen. Dann bereite mal alles vor. Braucht jeder von euch 10 von diesem Kupfererz? Ja. Ja. Weil ich habe 39, also es reicht für jeden von uns. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und da starten wir dann aber in das sandige Hügel und ärgern da ein bisschen die Gegner, ne? Alle, ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.